Das Gebäude, in dem ich hier in Santiago untergebracht bin, seht ihr hinter mir. Das ist 21 Stockwerke hoch. Ich wohne in Stockwerk Nummer 13. Und alle diese 21 Stockwerke haben gerade gewackelt wie in einem Kartenhaus. Und es hat ein paar Sekunden gedauert, bis ich gecheckt habe, hey, der Grund, warum mir gerade der Boden unter den Füßen wackelt und die Bilder an der Wand klappern, ist ein Erdbeben. Und ich habe mich auf einmal gefühlt wie so eine kleine Ameise, die von den unglaublichen Gewalten der Natur durch die Gegend geschüttelt wird. Meine chilenischen Freunde haben dann gleich gesagt, hey, alles cool, das ist noch gar nichts, das war nicht mal ein wirkliches Erdbeben. Aber mir war es auf einmal ganz schön mulmig und ich dachte, wow, eigentlich bist du doch nur so ein ganz kleiner Käfer, der hier auf der Welt rumspringt. Zum Glück ist alles gut, keine Verletzten, nichts kaputt, das Gebäude steht offensichtlich ja noch. Und ja, mit diesen besinnlichen Gedanken wünsche ich euch einen tollen 4. Advent. Ich hoffe, bei euch steht auch alles und ihr seid wohlauf, munter und nicht besonders durchgeschüttelt. Wir sehen uns ganz bald wieder in Deutschland. Bis dann, macht's gut.